In diesem Video zeige ich grundlegende Handgriffe der DOM-Manipulation mit JavaScript, also das Beeinflussen eines HTML-Dokuments mit JavaScript. Das ist der ursprüngliche Zweck von JavaScript, dort ist JavaScript zu Hause, wenn man so etwas sagen kann. Gleichzeitig ist es eine eher umständliche Angelegenheit, das ist ein bisschen geschichtlich bedingt, aber hat auch damit zu tun, wie HTML-Dokumente aufgebaut sind. Ich beginne mit einem leeren HTML-Dokument, dann werde ich das HTML-Grundgerüst einfügen und dann zuerst ein, zwei Tags von Hand schreiben und dann das nur noch mit JavaScript tun. Ein virtueller Server läuft bereits in diesem Ordner drin, auf Port 5501, das läuft hier in meinem Browser. Und wenn ich die Developer Tools öffne, vielleicht docke ich die mal unten an, sehe ich keine Fehler. Im Inspektor, wo ich die Tags sehe, sehe ich aber bereits eine HTML-Struktur, obwohl in der Datei nichts drinsteht. Der Browser, der kriegt diese HTML-Datei und es steht nichts drin, aber bestimmte Elemente müssen in einer HTML-Datei enthalten sein, um es zu rendern. Und der Browser, der ergänzt einfach, was nicht da ist. Jetzt gibt es den schönen Shortcut mit dem Ausrufezeichen, Tabulator, und dann kriege ich dieses Grundgerüst. Da lösche ich mal, was ich nicht gerade brauche. Da gibt es diese zwei Meta-Tags, die für Responsive Design wichtig sind, aber jetzt hier in diesem Zusammenhang brauche ich das nicht. Ich muss auch keine Sprache angeben, wenn ich nicht will, dass Übersetzungsprogramme das verarbeiten. Aber der Rest hier, das ist so das absolute Minimum, was in einer HTML-Datei vorhanden sein sollte. Und jetzt, wenn ich das hier im Browser anschaue, müsste ich das eigentlich sehen. Der Head-Tag scheint hier aber immer noch nicht bevölkert zu sein. Vielleicht lade ich das neu. Okay. Das ist jetzt etwas seltsam, dass ich das neu laden musste. Ich schaue mal, ob ich hier Script-Tags einfügen kann und ob das dann reagiert. Im Moment wird das wie Text behandelt, weil ich keine Tags schreibe. Ich schreibe nur das Wort Script und drücke dann auf die Tab-Taste. Und dann schreibe ich mal console.log hello world. Und wenn das jetzt in der Konsole drin steht, hello world, dann ist das okay. Und ich bin hier im Browser Firefox, weil ich die Developer Tools dort am besten finde. Es wird hier aber immer eine Fehlermeldung geben, wenn das Favorite-Icon nicht vorhanden ist. Und ich füge das jetzt ein. Das ist etwas mühsam. Du kannst darauf verzichten oder das abschreiben, was ich jetzt hier einfüge. Ich habe in meinem Clipboard Manager, den ich hier eigentlich nicht zeigen sollte, einen Favoriten extra dafür, weil es mich so nervt, dass hier immer diese Fehlermeldung kommt. Das ist ein Link-Tag, der auf einen Shortcut-Icon zeigt. Das müsste ich hier verlinken, aber ich habe nur eine Raute drin. Also der Link führt ins Nichts. Da ist nicht eine Grafik hinterlegt, aber es reicht, um diese Fehlermeldung in Firefox zu unterbinden. Okay, das hat alles noch nichts mit DOM-Manipulation zu tun. Jetzt zuallererst schreibe ich mal einen Link von Hand, eine Überschrift. Und schreibe mein Title hinein, dass wir Text sehen. Jetzt habe ich hier gerenderten Text in den Tags H1. Und ich habe jetzt ein sogenanntes HTML-Element in meinem Dokument. Ich gehe zurück in den Inspektor
sehe den Head, den klappe ich mal zu und den Body klappe ich auf, indem ich auf diese Pfeilchen klicke. Und dann gibt es hier Code, der vom Live-Server eingefügt wird. Das kannst du ignorieren. Das hat hier mit diesem Plugin in Visual Studio Code zu tun. Aber ich sehe diesen H1-Tag. Wenn ich das überfahre, wird das eingefärbt. Und das, was gelb leuchtet, das sind die Außenabstände, die du mit Margin in CSS einstellen kannst. Und ich sehe auch hier mein Script-Tag mit dem Console-Log Hello World. Also das Document Object Model hier, das würde aus einem Baum bestehen, dessen unterster Knoten, der Hauptknoten, wäre der HTML-Tag und daraus entspringen zwei weitere Knoten, zwei Zweige, die in den Knoten Head und den Knoten Body münden, also eine Gabelung. Und dann Head hat drei weitere Knoten, die von ihm weggehen, der Meta-Tag mit dem Zeichensatz, der Titel des Dokuments. Das ist das, was hier oben im Tab steht. Also wenn ich hier das ändere, Manipulation, dann ist es nicht der Titel, der gerendert wird, sondern der Titel, der hier den Tab beschriftet. Also das ist der zweite Knoten, der vom Head-Knoten abgeht und dann der dritte Knoten wäre dieser Link auf das Shortcut-Icon. Und wenn ich jetzt noch einen Link auf ein Style-Sheet hätte, dann wäre es ein vierter Zweig, der von diesem Head-Knoten weggeht. Und der Body-Knoten, der hat einen Zweig, der von ihm weggeht und der führt auf diesen H1-Knoten, auf das H1-Element. Und dann gibt es natürlich diese zwei Script-Tags, aber die würde ich jetzt mal nicht in dieses Zweigmodell in den DOM hineindenken. Ich stelle mir vor, dass das irgendwie separat davon existiert. Und jetzt möchte ich die Elemente des Document Object Model, die Elemente irgendwie ansteuern. In der Regel ist es nur nötig, die Elemente im Body anzusteuern, also die im Head werde ich ignorieren. Ich wechsle mal in die JavaScript-Konsole, da sehe ich immer noch mein Hello World, das könnte ich mal auskommentieren. Wenn ein HTML-Dokument im Browser gerendert wird, dann stellt der Browser eine Variable her, die ich in JavaScript abfragen kann und die heißt Document. Wenn ich jetzt auf Enter drücke, dann wird der Inhalt, der Wert dieser Variablen ausgegeben und das ist ein Dokument und das enthält alle Informationen über dieses HTML-Dokument, alle Informationen, die der Browser generiert und die der Browser benötigt, um es zu rendern. Und da ist noch viel anderes drin, was ich hier in meinem eigentlichen Quelltext nicht sehe. Und was für uns auch nicht weiter von Belang ist, das musst du nicht kennen. Niemand kennt alles, außer die Leute, die den Browser programmieren. Hier sehe ich zum Beispiel Doctype. Das entspricht dann der Angabe bei mir auf Zeile 1. Der Typ des Dokuments ist HTML. Hier steht etwas Document Element und dann so ein Tag. Und dann die URL kann ich hier ablesen, die Adresse des Dokuments und so weiter. Wenn du dir das mal anschaust, das ist wahnsinnig viel Information und das nützt dir so nicht viel. Was du wissen musst, ist, oder was du kennen musst, ist der Namen Document, den Namen dieser Variable. Und dann gibt es einige Methoden und einige Werte, die von Belang sind. Ein Wert zum Beispiel, den es immer gibt, ist der Body, Document, Body. Und wenn du das eingibst und mit Return bestätigst, dann wird davon der Wert angezeigt und das ist der Body Tag. Also
was bei mir auf Zeile 8 bis 12 steht. Alle relevanten Informationen, die den Body betreffen. Wenn ich das aufklappe, dann habe ich auch hier wieder eine wahnsinnig lange Liste. Was ich nicht tun kann, ist, ich kann nicht schreiben Document Body H1, obwohl ich davon ausgehen könnte, dass ich diesen Zweigen entlang von Knoten zu Knoten gehen kann. Aber wenn du dir vorstellst, dass es zwei H1-Elemente haben könnte im Body, dann wird anschaulicher oder verständlicher, warum diese Schreibweise zu nichts führt. Also ich denke, da kriege ich undefined zurück, wenn ich das anklicke. Ja. Also es muss eine andere Möglichkeit zu geben, an diesen H1-Tag heranzukommen. Weil meistens, wenn du DOM-Manipulation machst, dann möchtest du so einzelne HTML-Elemente am Schopf packen können und irgendwie verändern. Zum Beispiel möchtest du den Inhalt MyTitle austauschen oder du möchtest vielleicht die Farbe oder die Größe ändern. Und du weißt nicht, wie du ein Style Sheet schreibst, also machst du es natürlich mit JavaScript. Nichts liegt näher. Also wie komme ich an diesen H1-Tag ran? Eine Methode des Document-Objektes heißt Query Selector. Das mache ich jetzt in meinem Skript und nicht mehr in der Konsole. Ich schreibe eine Variable, let my heading gleich Document und dann Query. Groß S und dann kriege ich hier schon Vorschläge, Selector, Klammer auf und dann kannst du einen Selektor wie in CSS schreiben. In CSS heißen die Zeiger, die auf einen HTML-Tag deuten oder auf HTML-Elemente deuten, die heißen Selektoren und die kannst du hier in Anführungszeichen angeben. Stört mich jetzt hier ein bisschen diese Einblender, aber ich versuche es zu ignorieren und ich schreibe H1. Und jetzt kann ich hier überprüfen, wenn ich den Namen der Variable eingebe, myHeading, jetzt ist dieser H1-Tag und sein Inhalt und alle Eigenschaften, die der Browser hier irgendwie damit verknüpft, sind in dieser Variable gespeichert. Wenn ich Return drücke, dann siehst du hier diesen H1-Tag. Ich kann das aufklappen und wieder habe ich alle Informationen, die mit diesem Knoten verknüpft sind. Und eine Information oder eine Eigenschaft dieses Objekts, weil um ein Objekt handelt es sich dabei, eine Eigenschaft heißt Inner Text. Und das könnte ich jetzt in der Konsole ausgeben. Console Log myHeading Punkt Inner Text. Und dann steht hier myTitle. Also mit Inner Text kriege ich den Inhalt zwischen den Tags. Und was ich tun kann, ist, dass ich das verändere. Ich kann jetzt sagen myHeading Inner Text gleich Hello World. Und jetzt wird beim Rendern des Dokuments nicht mehr der ursprüngliche Inhalt MyTitle angezeigt, sondern JavaScript tut sofort, wenn der Browser das HTML-Dokument eingelesen hat, und zwar noch bevor es gerendert wird, diesen Text MyTitle ersetzen mit Hello World. Aber bevor JavaScript das tut, schreibt JavaScript in die Konsole den Inhalt von myHeading inner Text und das ist zu diesem Zeitpunkt noch myTitle. Und dann sehe ich in der Konsole myTitle. Und wenn ich das verdopple hier und noch einmal nach dem Tausch hineinschreibe, dann sehe ich zuerst den alten Inhalt und dann den neuen. Okay. Also mit inner Text kannst du
in ein HTML-Element hineinschreiben. Es gibt noch eine zweite Eigenschaft, die fast gleich lautet, die heißt Inner HTML, Inner HTML. Und das funktioniert genau gleich vermeintlich. Es gibt einen kleinen Unterschied, und zwar gibt es in HTML die Möglichkeit, Text zu betonen, als betont auszuzeichnen. My emphasized, mein betonter Titel, und emphasized kann ich in M-Tags setzen. Die M-Tags stehen für emphasized, und in der Regel wird, was zwischen AM-Tags steht, kursiv gerendert. Jetzt passiert natürlich nichts, weil hier den Inner Text oder Inner HTML in Hello World umwandle. Also kommentiere ich das mal aus. Jetzt siehst du, dass Emphasized kursiv geschrieben wird. Und jetzt, wenn ich aber sage Console Log, My Heading, Inner Text, wenn du dann in die Konsole schaust, siehst du My Emphasized Title ohne diese M-Tags. Wenn ich aber statt Inner Text Inner HTML schreibe, dann siehst du, dass diese M-Tags in die Konsole geschrieben werden. Also es gibt eine Eigenschaft, die den Text, den Inhalt eines Tags enthält, so wie er gerendert wird. Also wenn ich das hier copy-pasten würde, dann hätte ich natürlich keine M-Tags. Und es gibt eine Eigenschaft, die auch das enthaltene HTML zurückgibt. Und das ist eben Inner HTML. Also, und das ist jetzt schon ein bisschen zu detailliert, aber es ist noch ein interessanter Unterschied, finde ich. Also, du weißt jetzt, wie du mit Query Selector einzelne Elemente auswählen kannst, wie du sie in die Konsole schreibst mit Console Log, wusstest du auch vorher schon, und du kennst jetzt die Eigenschaft Inner HTML. Jetzt gibt es noch andere Möglichkeiten, Query Selector zu verwenden. Du kannst einen Namen eines Tags benutzen, aber es gibt wie in CSS auch die Möglichkeit, eine ID zu verwenden, also das ID-Attribut eines Tags, und dazu schreibst du wie in CSS auch die Raute und dann den Namen der ID ohne Abstand. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel sage, dass dieser emphasized Text, der Tag mit dem EM, wenn der die ID foo kriegt, dann kriege ich dieses Wort, also my heading ist jetzt, was Query Selector Raute foo zurückgibt. Also nicht mehr der ganze H1-Tag, sondern der Tag mit der ID foo und dessen Inhalt, und das wird dann in die Konsole geschrieben. Also das ist ein Beispiel, wie du mit der ID an ein HTML-Element herankommst. Und das gleiche gibt es auch mit Klassen. Also du kannst einen Punkt anstatt die Raute schreiben. Und dann bedeutet dies der Name der Klasse und nicht der Name der ID. Und dann kriege ich einen Error. Uncode type error, can't access property inner HTML, my heading is null. Also die Variable my heading hat keinen Wert, weil unter dieser Klasse nichts gefunden wird. Wenn ich jetzt aber das Attribut ID gegen Class austausche, dann kriege ich hier wieder mein Wort zwischen den M-Tags. Also ID und Klasse, das ist immer nützlich, wenn du viele Tags mit dem gleichen Namen hast, dann kannst du mit ID und Klasse weiter differenzieren. Okay, und jetzt noch etwas, was ist, wenn du mehrere H1-Tags hast? Gehe hier mit dem Selektor
wieder auf H1 und ich lösche mal diese M-Tags und kopiere das MyTitle und MySecondTitle. Was passiert jetzt, wenn ich mit QuerySelector H1 frage? Ich kriege MyTitle zurück. Also es ist immer der erste oder das erste Element, auf das dieser Selektor passt, wenn ich mit QuerySelector frage. Und um ans zweite heranzukommen, könnte ich jetzt natürlich mit einer ID arbeiten. Aber das ist noch wichtig zu wissen, dass wenn du QuerySelector verwendest und einen Selektor hast, der nicht nur auf ein einzelnes Element passt, dann kriegst du das erste. Und jetzt gibt es noch eine zweite Möglichkeit, mit solchen Selektoren HTML-Elemente zurückzukriegen, und zwar eine ganze Menge davon. Wir nehmen an, dass wir eine Liste haben, eine Liste mit Children, also List-Items natürlich in einer Liste, und zwar sagen wir 12 davon, und jedes hat ein bisschen Lorem Ipsum drin mit zwei Wörtern. Auch das ist ein schöner Shortcut. Zurückspulen, um nochmal zu schauen, wie das gegangen ist. Und was ich hier verwende, ist ein Plugin, das heißt Emmet geschrieben. Wenn du das googlest, findest du mehr dazu heraus. Also ich habe eine Liste und ich möchte alle diese List-Items in einem Array speichern. Oder vielleicht möchtest du Pfade in einer SVG-Datei, in einer SVG-Grafik. Also mit QuerySelector kriege ich natürlich nur das erste Element, das hier. Wenn ich jetzt hier das beweisen möchte, wenn ich li schreibe und ich nehme mal einen neuen Variablennamen, let list item. Das heißt hier Lorem, Ipsum, das ist der Inhalt hier. Aber ich möchte alle. Es gibt dazu eine extra Methode, die heißt auch QuerySelector, aber noch mit dem Wort all dahinter. QuerySelector all. Und das liefert mir alle Li-Elemente in einem Array. Und wenn ich sage console.log list item inner HTML, kriege ich undefined, weil ein Array hat kein inner HTML. Ein Array ist etwas, was nur in JavaScript existiert, nicht in HTML. Also das macht hier keinen Sinn. Beziehungsweise ich nehme mal das inner HTML weg und dann, wenn ich das list item in die Konsole schreibe, dann kriege ich hier eine Node List, ein Array. Wenn ich das aufklappe, der enthält alle diese List-Items. Du siehst auch, wenn ich in der Konsole über diese List-Items fahre, dann sehe ich oben im Render-Fenster auch, über welches davon, das ich gerade fahre. Und hier macht es natürlich Sinn, den Plural zu verwenden, List-Items. Und was ich jetzt zum Beispiel machen kann, ist einen Loop schreiben, der diese List-Items irgendwie verarbeitet. Zum Beispiel for let list-item of list-items console.log list-item inner text. Okay, also das war das erste Video zur DOM-Manipulation. QuerySelector und QuerySelector All, das sind die zwei Methoden, die du kennen musst, um x-beliebige HTML-Elemente in Variablen speichern. Sobald du das kannst, kannst du beginnen, diese Elemente aus JavaScript heraus zu manipulieren, indem du beispielsweise den Text, den sie enthalten, austauschst.